Im Mozart trat die Kabarettistin Lydia Brenner-Kaspar auf. Ein Highlight für die Amstettener Bühne. Die Lydia ist eigentlich momentan auf Österreichs Kabarettbühnen einfach sehr gefragt. Und dann ergab sich das durch einen Zufall, dass ich mit jemandem, der die Termine von der Lydia auch koordiniert, zusammenkam. Und dann war das eigentlich gemade Wiesen. Für die Zuschauer war die Schauspielerin keine Unbekannte. So überstehen. Also wenn man es zuerst schon im Zimmer eingesperrt. Ja, nein, das war die beste Idee, weil wir haben uns nicht einmal zum Essen ausgetraut. Man kennt sie natürlich vom Fernsehen, von der TV-Sendung, echt witzig. Was mich besonders gefreut, ist, dass die Lydia heute hier im Mozart dieses Kabarett darbietet. Und vor allem, wenn wir zurückdenken, 2 Wochen war die erste Amstettener Jazz Night mit Stefan Gössinger. Der Stefan ist Bernd, die Band, aus der TV-Sendung, und heute ist die Lydia hier. Also ist eine ganz interessante Konstellation und eine tolle Sache, dass da so hochkarätige Künstlerinnen und Künstler hier im Mozart da sind. Live noch nie, ich kenne es vor, sehr witzig. Mit dem Außenminister! Ja, das war damals noch der Sebastian Kurz. Hat er gesagt, gute Idee, ruf mal Bastian, ja. Drück mal diesen Knopf. Haben wir auf Kurzwahl, ja. Wählen wir die Basti, ja. Für Lydia Brenner-Kaspar ist die Kleinkunstbühne ein Wiedersehen. Hier spielte sie schon am Beginn ihrer Karriere. Ich war 2011 beim Mostviertler Kleinkunstpreis und habe hier auch im Mozart gespielt. War damals neben dem Andy Wörz Zweitplatzierte sozusagen. Er hat den ersten Platz damals gemacht und das war eine sehr schöne Erfahrung. Und da hat sich jetzt viel verändert im Mozart seither. Ja, gute Pointen, wirklich gutes Lokal, schaut euch schön aus, gefällt mir gut heute. Der Humor war diesmal nicht in Witzen verpackt, sondern in einer Geschichte, die den Zuschauer mit auf eine Reise nahm. Ja, wenn der Frau was sagt, dann ist das klar, logisch und gleichzeitig auch ein Arbeitsauftrag. Ja. Schon, oder? Wenn eine Frau so was sagt wie, passt, ich mach schon, dann heißt das doch unmissverständlich, jetzt tu was, du fauler Hund. Einen Abend voll familiärem Biotop, wo Schwiegermutter und meine Mutter auf die Kinder aufpassen, die zwei sich aber überhaupt nicht vertragen, und das wird ein Fiasko. Wir sind auf einer Insel, die uns vor eheliche Herausforderungen stellt, und bekommen aus der Ferne mit, dass zu Hause das Inferno herrscht. Es ist spannend. Die Pointen waren oft deftig. Ja, der war so lieb angerichtet, gell? Zwischen die Zähne, aber so klein, so Flackenspießerl. Am Kopf so eine Lammkrone, das Gyros mit der Tomatenreis über die Brust verteilt, gell? Und dann untenrum so ein Hummerschwanzel. Ja, so. Nein, es war eigentlich was ein bisschen kleiner, es war mehr so ein Kalamari. Ich habe gerade zu meiner Frau drinnen gesagt, ich finde es das faszinierend, dass man sich erstens einmal als Kabarettist, man muss sich so viel Text merken. Ja, und ich finde es wirklich hervorragend. Ich finde auch die Geschichte, was sie aufzählt, mit den Schwiegereltern, eine ganz tolle Sache. Ein bisschen ein spezielles Thema, was auch jeder irgendwo hat daheim. So wie man es fast sehr witzig kennt eigentlich. In Wahrheit habe ich Witze schon immer gemacht. Also ich habe mir zumindest Witze immer gemerkt und habe versucht dann die Menschen in meiner Umgebung zu unterhalten, weil das irgendwie so das Feinste für mich war an Reaktionen, wenn jemand über das lacht, was ich sage. Und so bin ich da irgendwie reingewachsen. Und der Witz begleitet mich eigentlich alltäglich, möchte ich sagen. Im Hintergrund ist das nächste Programm der Kabarettistin schon in Vorbereitung. Da wird auch noch eine Kleidersteuer fällig. Ja, aber ist nicht große Steuer, nein. Nur 0,0001 Promille vom griechischen Bruttoinlandsprodukt, ja. Es ist einiges im Werden. Ich habe jetzt die Premiere meines neuen Programms Damenspitzel im nächsten Jänner, also am 22. Jänner im Orpheum Wien. Da sind wir jetzt schon fleißig am Schreiben und Planen und Stellen, und wir lassen uns von Corona nicht aufhalten. Also wir sind die wenigen, die jetzt die Premiere nicht verschieben in den Herbst hinein, weil wir sagen, also wenn es kein Angebot gibt, ist das auch keine Lösung, und wir lassen uns da nicht unterkriegen. Das Mozart-Team sieht das genauso.
In einem Monat ist der Wolfgang Moser, der aus Ips kommt und einer der weltbesten Zauberer ist und der auch bei RTL schon war, letztes Jahr Vize-Weltmeister der Salonmagie. Und wir haben eine Weihnachtsshow mit den herrlichen Damen, das ist eine Travestie- oder Drag-Show, wird man heute sagen, ist, glaube ich, eines der größten Bühnenspektakel, das man sich vorstellen kann. Das haben wir am 22. Dezember und ansonsten haben wir eben unsere monatlichen Schienen, das ist der Poetry Slam, das ist ein moderner Dichterinnen-Wettstreit, wo Leute mit Texten auftreten und sich battlen. Wir haben die Kabarett-Mix-Show, Kabarett-Sterne, vom Max Meyerhofer moderiert, den glaube ich eh jeder da kennt. Und was jetzt auch ganz neu ist Primetime, so ein Musikformat mit einer Open Stage für junge Musikerinnen und Musiker, wo dann immer eine Band, die noch am Werden, aber schon professionell ist, quasi das Konzert spielt. Also ganz bunt gemischt. Hallo, servus, danke. Zwischen Musik, Literatur, Kabarett, eigentlich einfach ganz quer durch die Bank. Einfach schauen auf www.dasmozart.at und dann findet man schon rein.